Hallihallo und Hallöle, einen wunderschönen, was auch immer, heute am Sonntag, den, oh Gott, lass mich jetzt lügen, 6., 3., 5., 3., 6., 3.? Nein, ich glaube der 5. Ist auch egal. Heute spielt Hansa Rostock hier in Rostock wieder. Die nächste Möglichkeit für die Rostocker Punkte zu machen, das ist nicht das Thema unseres Videos, sondern quasi mein Thema unseres Videos ist heute Sonntag. Die Sonne scheint am Sonntag. Es war ja schon gestern so ein bisschen wettermäßig angedroht. Es wird sich noch zuziehen und es kann noch ein bisschen schauern und ein bisschen regnen. Das Ganze mag auch noch kommen. Aktuell, ich komme gerade von der Küste gerade, aus Warnemünde gerade, und da war es noch deutlich wolkenloser als jetzt hier vor Ort, wieder in Rostock direkt. Also man sieht schon, es nimmt langsam wahrscheinlich immer Wirkung zu, wenn ich in die Richtung gucke. Ja, mal gucken, von wo kommen die Wolken? Ja, es sind Wolken unterwegs. Man wird sehen, was rauskommt. Zumindest Schneewetter ist ja jetzt von der Art wieder abgesagt. Ich habe jetzt mal im Wetterdienst geschaut, weil theoretisch, die Werte sinken. Wir haben heute auch schon mit dem Wind draußen, frischen Wind draußen, also ich finde es ein unangenehmer Wind, aber es ist zumindest frisch, nicht so angenehm wie die letzten Tage. Und nun habe ich heute Morgen früh wieder schon mal geguckt und der Schnee, der angedroht wurde in den nächsten Tagen jetzt, also von Alter morgen und übermorgen, wurde jetzt mittlerweile erstmal annulliert. Heute und morgen soll es trocken bleiben, laut aktuellen Sachstand, und am Dienstag soll es Regen geben. Obwohl ich mir bei den Regen noch nicht ganz sicher bin, weil die Werte liegen so minus 1 bis 2 Grad zum Wetter liegen. Also da von Alter Regen ist möglich. Aber könnte auch schnell eine oder mehrere Schneeflocken werden. Was da runterkommen soll, ist schon eine etwas größere Menge laut derzeit Sachstand. Man weiß nicht, wie es sich am Dienstag denn mal live verhält. Und am Mittwoch feiern wir in MV alle frei. Wir haben da in MV einen MV-weiten Feiertag. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist. Bei uns gibt es da den Frauentag. Der Frauentag ist ab sofort in MV Feiertag. Ab diesem Jahr zum ersten Mal für die nächsten Jahre, bis jemand das vielleicht wieder abschaffen sollte oder auch nicht. Oder wir bekommen noch mehr Feiertage. Wir sind ja in Bayern München zum Beispiel. Die Münchner haben ja extrem viele Feiertage. Bei München kann man fast denken, die arbeiten weniger als wie sie Feiertage haben. Ja, eine super Konstellation, die ich mir auch in den Rest von Deutschland vorstellen könnte, in Sachen wegen der Gleichberechtigung, weil es natürlich wieder unfair. Man kennt es ja aus dem Fernsehen auch. Wenn wir Feiertag haben in MV, fällt kein weiter auf, weil wir haben jetzt ja kein TV-Programm, was jetzt groß ProSieben wird, außer mein YouTube-Kanal hier. Aber ansonsten gibt es ja keine Serie, wo man sagt, oh ja, muss ich mir gucken, wird immer mittwochs oder wie auch immer. Würde die dann ausfallen, auf einmal würden viele sagen, was ist los? Ja. Und so ist zum Beispiel bei den Kollegen von Köln zum Beispiel, die lieben Freunde von RTL, oder auch München, ja, ProSieben. Bekommt man euch mit, wenn die einen Feiertag haben, merkt ihr euch Sendeprogramm komplett anders, wo du denkst, toll, du hast einen ganz normalen Arbeitstag und du hast jetzt richtig die Arschkarte, weil jetzt läuft du Plüre im Fernsehen, weil die haben Feiertag und dann machen die heute nichts. Ja? Also kann man sagen, die Machtposition von MV ist schwach, sehr schwach. Deswegen habe ich auch so ein im Hinterkopf so ein kleines Ziel, was ich gerne erreichen würde, aber das wird sehr schwierig, weil es wird sehr teuer werden. Ich würde gerne so ein Entertainment Center hier in Rostock aufbauen. Das heißt quasi, wo auch hier in Rostock Serien, Shows produziert werden können. Nicht nur meine YouTube-Show meinetwegen, sondern quasi auch andere Serien und Shows produziert werden können, die wir quasi deutschlandweit ausstrahlen. Ja, das ist ein heimlicher Traum von mir. Beziehungsweise, was auch von mir ein Traum ist, man soll seinen Traum nicht aufgeben, weil wir kennen es ja von der Band Pudis, wenn Träume sterben, ne, dann wirst du alt, also von Arte, wenn ihr Träume habt, lasst sie nicht aussterben, ja, macht weiter mit euren Wünschen, euren Hoffnungen, vielleicht kommt der Durchbruch, und wenn nicht, könnt ihr wenigstens auf ein erfülltes Leben zurückgucken und sagen, ich habe es versucht, bin leider gescheitert, aber ich habe schon mal die Richtung vorgegeben, ja, das kann man dann so schon mal sagen. Und was mein zweiter Traum wäre, weil das wundert mich, warum es das hier bei uns nicht gibt, direkt an der Küste hier von Rostock, bei einer Münde zum Beispiel oder in Gelsdorf oder wie auch immer, quasi irgendwo direkt am Wasser, warum haben wir keinen Vergnügungspark hier oben?
das Ding würde laufen wie Bombe, behaupte ich mal so, weil ich würde es geil finden, achte beim Fahren, gleichzeitig auf Ostsee gucken und so weiter, hat schon ein geiles Feeling, so ein bisschen Amerika-mäßig, aber gibt es hier oben nicht oder noch nicht, genauso auch, was hier oben direkt in Rostock an der Münde fehlt, ist ein Spaßbad, wir hatten mal ein Spaßbad, das ist angeblich pleite gegangen, unterdem haben wir ganz normale Bäder, ja, auch ganz normale Schwimmbäder, aber kein Spaßbad mehr und finde ich auch total traurig eigentlich für eine Küstenregion, dass wir kein Spaßbad haben, weil wir sind eine, also Rostock und Warnemünde ist eine Touristenstadt und wir haben sowas nicht. Verstehe ich nicht. Wer weiß, vielleicht kommt da ja was in Zukunft, was, sei es von meiner Seite her, dass ich irgendwas anstoße oder wie auch immer. Genießt den Sonntag, nutzt das Wetter aus, solange es schön ist, es soll ein bisschen ungemütlicher werden, die Werte werden ein bisschen runtergehen, vom Groben her bleibt es trocken nächste Tage, abgesehen vom Dienstag, sind wir hier oben in MV und ja, wir dürfen nur euch sagen, einen schönen Sonntag euch, abonnieren teilen, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok, MarcoLorenz_YouTube, unser Gewinnspiel läuft auch noch, gewinn.marcolorenz@gmail.com, wer mir privat schreiben möchte, geht auch, kontakt.marcolorenz@gmail.com. Und wer jetzt denkt, ich will noch mehr von Marco, der kann das auch machen. Schaut doch mal rein bei meinem YouTube-Kanal. Gibt es verschiedene Playlisten von verschiedenen Folgen, von verschiedenen Ausgaben, sei es von unserem Garten, wenn wir den Garten renoviert haben, mehr oder weniger von Anfang bis Ende, ist alles zu sehen. Also bis Ende, das Ende ist noch nicht erreicht. Und auch Produkttests, Geschmackstests, Musikvideos haben wir auch und so weiter und so fort. Also wir haben eigentlich genügend Unterhaltungsprogramm auf YouTube. Noch nicht genügend, okay, ich nehme zurück, noch nicht genügend, aber wir haben zumindest mal anfangsweise ein bisschen was für alle. Bis dahin, schönen Tag euch noch und bis bald, euch allen noch einen schönen, was auch immer. Tschüss, bitte.